Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Fassbinder und ich mache Teile wieder schön. Hier habe ich etwas Besonderes in meine Werkstatt bekommen. Ich habe von einem Kunden Harley-Davidson-Teile bekommen. Harley-Davidson. Besonderer Klang, besondere Motorräder, besondere Leidenschaft, Lebenseinstellung. Alte Modelle von Harley-Davidson sind gesuchte Sammlerexemplare. Hier habe ich Zylinderköpfe von einem Shovelhead-Motor. Das erste Mal 1966 gebaut und in der Baureihe in zwei unterschiedlichen Ausführungen bis 1984 gebaut worden. Hier handelt es sich offensichtlich um einen Scheunenfund, der jetzt wieder auf die Straße kommen soll. Die Zylinderköpfe habe ich hier bekommen in einem Zustand, die entsprechend schlecht waren. An dem einen Zylinderkopf ist schon versucht worden, ihn wieder aufzubereiten. Leider nur mit einem Trockenstrahlverfahren, was eben einfach auch an der Stelle zu schlechten Ergebnissen geführt hat. Nach wie vor schmutzig, eine matte und dunkelgraue Oberfläche. Sowas ist nicht geeignet, um wieder ein Sammlerstück aufzubauen. Den zweiten habe ich genommen und habe ihn in meiner Maschine gehabt. Hier haben wir ein anderes Ergebnis. Wieder Fabrik, neuer Zustand. Seidenmatter Glanz, als wenn er gerade eben einfach vom Band gerollt wäre. Das ist eine Qualität, die ein Sammlerstück wieder werthaltig macht. Alles passt wieder zusammen, der Motor mit seiner Motornummer zu dem Rahmen mit seiner Rahmennummer. Matching Numbers, das magische Wort in Sammlerkreisen. Ich kann es wieder herstellen. Wir machen den Unterschied.